mächtigsten Politiker dieser Welt und es wird darüber beraten, was man jetzt wirklich tun will. Ursprünglich war geplant, wie du es gesagt hast, am 31. August ist Schluss, alle internationalen Truppen sind weg aus Afghanistan. Heute wird man darüber entscheiden, ob man vielleicht doch länger bleibt. Natürlich gibt es im Vorfeld von beiden Seiten Drohgebärden, aber Fakt ist, man wird sich da schon Zeit lassen mit der Entscheidung. Denn eines ist klar, dieses Desaster, das begonnen hat mit diesem überrumpelten Abzug aus Afghanistan, darf nicht prolongiert werden. Es sind noch immer zigtausende, es sind mehr als 13.000, die weg wollen aus Afghanistan. Und vor allem heute hat auch die UN, die Hochkommissarin für Menschenrechte, einen Schockbericht aus Afghanistan präsentiert und davon geredet, dass es bereits Massenhinrichtungen durch die Taliban an Zivilbevölkerungen gibt. Eigentlich ein Wahnsinn, dass man dann mit solchen Menschen überhaupt noch verhandeln muss, oder? Naja, es gibt auf der einen Seite die politische Realität am Boden. Fakt ist, die Taliban haben fast das gesamte Land innerhalb kürzester Zeit erobert. Ich persönlich bin ja überzeugt davon, dass das nicht ging mit ohne Absprachen im Vorfeld, nicht mit den internationalen Truppen, sondern mit den diversen Stammesfürsten, Clanchefs in Afghanistan. Also die staatliche Kontrolle des Landes hat sie in Afghanistan so nie gegeben. Die wirklichen Machthaber waren immer die Stammesältesten und Clanchefs vor Ort. Da gab es sicher im Vorfeld Absprachen, aber Fakt ist, man muss wirklich jetzt schauen, wie kann man dieses Desaster, das man da angerichtet hat durch diesen Spontanabzug, einigermaßen in Grenzen halten. Und vor allem kann man die Taliban dazu bringen, das umzusetzen, was sie versprochen haben, und zwar ein halbwegs normales Umgehen mit der Bevölkerung in Afghanistan. Denn man muss auf jeden Fall eines verhindern, dass es zu einem massiven Bürgerkrieg im Land kommt. Davon hat es in Afghanistan schon genug und lange Zeit Gewalt gegeben. Aber es gibt ja sicherlich auch wirtschaftliche Interessen, die die Taliban haben. Und was glaubst du, wie wichtig ist das auch und wie groß ist da auch die Chance, eben jetzt der Amerikaner mit diesen wirtschaftlichen Aspekten zu trumpfen und vielleicht die Taliban überreden zu können? Wenn wir sagen, es gibt dann wirtschaftlich mit euch dann einen Austausch, wenn ihr mitmacht. Wenn nicht, ist es ja auch für die Taliban nicht so einfach. Nein, ich glaube, das ist momentan alles noch viel zu früh, darüber wirklich jetzt schon ein Urteil abzugeben. Man muss einmal schauen, was da herauskommt. Heute beim G7-Gipfel, der beginnt am Nachmittag und ich weiß nicht, ob es heute in der Nacht noch ein Ergebnis geben wird oder spätestens morgen. Da wird man mal sehen, was passiert. Also wie lange wird jetzt wirklich noch evakuiert? Was passiert am Airport in Kabul? Ich glaube nicht, dass mit Schlag 31. August alle internationalen Soldaten aus Afghanistan weg sein werden. Da werden schon die NATO-Staaten das eine oder andere Wörtchen mitreden. Das ist das eine. Dann das zweite, mit wem verhandelt man bei den Taliban und vor allem, wie gefestigt sind da die Machtstrukturen überhaupt? Bisher kennen wir ja nur Bilder von einer mordenden Truppe bärtiger Monster. Ja, und das ist das eine. Und das andere, wenn das stimmt, was Michelle Bachelet, die UN-Hochkommissarin, heute präsentiert hat, dann wird man sich hüten müssen, mit diesen Leuten irgendwelche Verträge abzuschließen und vor allem Geld nach Afghanistan hinein zu pumpen. Man muss abwarten und dann weiter entscheiden. Also wir dürfen also gespannt sein, was da heute entschieden wird oder vielleicht dann, was wir morgen dann wissen werden, wenn die Konferenz heute doch etwas länger dauern sollte. Ja.
Naja, es geht ja auch noch darum, es sind ja noch zigtausende Menschen rauszuholen aus dem Land, darunter auch, man muss es ja auch sagen, ein paar Dutzend Österreicher bzw. Afghanischstämmige Personen, die die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Also allein gestern sind 8 Österreicher ausgeflogen worden, nicht von unseren Hilfskräften, sondern von der ungarischen Luftwaffe. Die haben die mitgenommen. Und soweit mir das Außenministerium heute gesagt haben, sind noch ca. 40 Personen mit österreichischen Wurzeln in Afghanistan. Das Chaos ist riesig. Niemand weiß so ganz genau, auf welchem Flieger kann man diese Leute wirklich unterbringen. Mhm. Und solange all diese Dinge nicht abgeschlossen sind, wird es da keine Lösung geben. Das ist das eine. Und das andere, wenn die Ausländer weg sind, bleibt die ganz, ganz große Frage, was passiert mit den vielen, vielen Millionen Afghanen und vor allem den Frauen und Mädchen und Kindern, die jetzt in eine ziemlich düstere Zukunft schauen.